Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die komplette Biografie von Stromberg. Alle weiteren Informationen zu dieser DVD-Spezialedition und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links dazu, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die komplette Biografie von Stromberg. Wir werden mal die Folie abmachen und dann das Ganze im Detail ansehen. So, also, wir haben hier ein dickes, quadratisches Buch, das Ganze in dunkelgrau gehalten. Hier haben wir den weißen Schriftzug Stromberg, dann hier das Gesicht von Stromberg und die komplette Biografie lesen wir hier noch. Und links haben wir einen FSK 12 Sticker, dieser natürlich wie immer abnehmbar, werde ich jetzt auch tun, jawohl. Fällt mir gleich besser so. Dann haben wir hier zu lesen Brainpool Home Entertainment Stromberg, die komplette Biografie. Und auf der Rückseite haben wir detaillierte Infos, was uns alles in diesem Buch, in dieser Biografie erwartet. Also, was lesen wir hier? Extra Bonusmaterial Blu-ray. Hinter den Kulissen des Kinofilms, Musikvideo, Hup Hup, der Stromberg-Bussong, Langfassung, Premieren-Highlights, Stromberg entert Schlag den Raab, Stromberg live, das Fan-Event zu Staffel 4, kommentierter Director's Cut, Jonas Staffel 5, Kapitol-Mitarbeiter-Doku Staffel 5 und vieles mehr. Bisher nur in Limited Edition DVDs. Okay. Dann haben wir hier noch kleine Einblicke mit Episodenführer plus vielen Infos oder vielen Filminfos. Alle Staffeln plus Film auf Blu-ray. Inklusive herausnehmbarer Fanurkunde mit Originalunterschrift von Christoph Maria Herbst. So sieht die Urkunde aus. Schauen wir uns natürlich noch im Detail an. Dann haben wir hier unten noch die ganzen Beteiligten bzw. Credits und einen Barcode. Okay, und hier noch, das Ganze wurde durchnummeriert. Also, ich habe die Nummer 2544 und hier eben noch der Infotext. Könnt ihr natürlich gerne das Video anhalten und euch das im Detail mal durchlesen. Limitiert plus nummeriert lesen wir noch. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal hinein. Also, hier kommen uns gleich die ersten DVDs entgegen. Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 3 sind hier befestigt. Schon mal ganz kurz. Aber ich nehme mal stark an, dass die vom Design her ganz klassisch sein werden. Also, so sieht das aus. Jawohl. Ganz normal. FSK 0. Alle drei Staffeln ab 0 Jahren freigegeben. Ich glaube, der 12er kommt vor allem wegen des Kinofilms zustande. Also, Staffel 1. Staffel 2 und Staffel 3 hier auf der ersten Seite. Sehr schön. Und hier auf der rechten Seite haben wir nochmal die Nummerierung 2544. Alles klar. Dann kommt uns hier gleich am Anfang entgegen die Ehrenurkunde. Eines der Highlights der Box. Also hier lesen wir Ehrenurkunde. Die Kapitolversicherung verleiht diese Urkunde an. Da könnt ihr natürlich dann individuell euren Namen eintragen. Verbunden mit dem Dank und der Anerkennung für die jahrelange Treue und Verbundenheit gegenüber unserem Unternehmen. Kapitolversicherung in Vertretung für Bernd Stromberg hat hier unterschrieben Christoph Maria Herbst mit schwarzem Filzstift, nehme ich an, oder schwarzem Edding. Er ist auf jeden Fall eine Originalunterschrift und nicht aufgedruckt. Und dann haben wir hier noch den Stempel der Kapitolversicherung. Ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir sehr gut. Ich bin ein riesen Stromberg-Fan. Deswegen hat das irgendwie so ein bisschen einen ganz besonderen Stellenwert für mich. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Urkunde, glaube ich, mal einscannen werde und dann so 3-4 Mal auf so gehärtetem Kartonpapier ausdrucken werde und dann für diverse Freunde, Freundinnen von mir, die ebenfalls auf Stromberg stehen,
hier eintragen werde. Freuen die sich sicher darüber. Und dann kann man das Ganze ja mehr oder weniger vervielfachen. Okay. Dann haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis. Ich lege die Gernurkunde dabei mal raus. Wir haben hier ein Inhaltsverzeichnis, wo eben detailliert aufgelistet wird, was sich alles in dem Buch befindet. Die TV-Serie, der Film und hier eben wirklich im Detail, was es hier jeweils auf den Seiten zu sehen gibt. Ich werde jetzt nicht das ganze Buch durchgehen, aber wir werden einfach mal so grob durchblättern. Wir haben hier übrigens noch so ein Lesezeichen in Weiß. Dann haben wir hier die Widmung des Stromberg, ja, Erfinders, des Autors, Ralf Husmann. Liebe Kapitalisten, könnt ihr natürlich hier durchlesen. Und hier auf der nächsten Seite haben wir dann gleich den Chef, den Papa, den Bernd. Episodenguide, alle 46 Folgen. Hier schön mit dem Post-it auf der Platte. Sehr schön. Stromberg Staffel 1. Dann hier eben die Infos zur Staffel 1. Büromitarbeiter, Darsteller, Credits und eine grobe Inhaltsangabe. Okay, und dann haben wir hier einfach sehr viele Hintergrundinfos zu jeder Folge. Also hier hat wirklich jede Folge dann so eine Seite. Und hier stehen dann zum Beispiel Besonderheiten zum Dreh, Handlungsübersicht, Drehbuchauszug oder ein Top-Zitat. Wie zum Beispiel in diesem Fall: Wenn ich alles lassen würde, was ich nicht darf, hätte ich ja gar keinen Sex. Ja, das ist ein klassisches Zitat vom Papa, vom Bernd. So zieht sich das dann natürlich durch hier, Folge für Folge. Staffel 2, klar, genauso. Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5. Also wie gesagt, das erspare ich euch jetzt im Detail. Dann haben wir hier einige Impressionen der Dreharbeiten. Also hier so viele einzelne kleine Fotos. Sehr schön, also hinter den Kulissen. Der Kaktus. Okay, also das ist quasi die Evolution oder die Entwicklung des Stromberg-Kaktus, der ja bei ihm immer am Tisch steht, was für verschiedene Modelle da verwendet wurden, beziehungsweise wieder gewachsen ist. Dann haben wir hier Büroweisheiten vom Chef. Stromberg Büroweisheiten. Also sind hier 20 Stück aufgelistet. Dann hat jeder Mitarbeiter hier seinen Personalbogen. Also der Papa, die Tanja, der Ulf, der Ernie, die Jennifer Schiermann. Und hier haben wir keinen Personalbogen, sondern einen Nachruf an die Erika. Die dicke Burstedt, ja, im Laufe der Serie verstorben. Was haben wir hier? Ein Foto vom Papa. Okay, also hier sind so einzelne Fotos eingebunden und dann haben wir hier unten immer einen Text, eine Bildbeschreibung. Sehr schön. Und dann haben wir hier das Vorwort zum Film. Stromberg, der Film. Lass das mal den Papa machen. Also hier haben wir einfach Hintergrundinfos, wie es dazu kam, vom Fernsehen ins Kino, beziehungsweise hier Fakten zum Film. Der Film wurde ja damals per Crowdfunding finanziert und hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil die Leute, die investiert haben, ich glaube 1 Million wurde damals gesammelt, wurden dann anhand der Kinoverkäufe, der Ticketverkäufe entsprechend vergütet. Und der Film hat auf jeden Fall Gewinn gemacht, das heißt, die Leute, die investiert haben, haben dann natürlich auch dementsprechend ausgezahlt bekommen. Ich wollte damals auch mit investieren, habe leider zu lange gezögert und dann war das Ziel schon erreicht, dann wurden keine Gelder mehr angenommen. Dann haben wir hier jede Menge Filmzitate vom Papa, beziehungsweise hier von anderen Mitarbeitern, also alle möglichen, wie zum Beispiel die Tanja, die Jennifer, der Ulf oder auch der Ernie.
alle hier verewigt. Vielleicht lese ich einfach mal ein, zwei hier vor. Gerade die vom Bernd immer sehr, sehr unterhaltsam. Also wie zum Beispiel hier, eine Frau ist ja nicht automatisch clever, nur weil sie scheiße aussieht. Das ist schon ziemlich hart. Oder hier, Firmenfeiern sind wie das letzte Abendmahl, immer zu wenig Weiber, das Essen ist schlecht und am Ende gibt's Ärger. Ja, also, oder hier noch eins der absoluten Highlights, Probleme sind für mich wie Brüste, wenn du die anfasst, macht's am meisten Spaß. Also, auf jeden Fall eines der Highlights immer, die Zitate vom Herrn Stromberg. Dann haben wir hier die ganzen Hintergrundinfos zum Film. Eindrücke von der Premierenfeier, vom roten Teppich. Und dann haben wir hier noch so schöne Porträtaufnahmen. Also natürlich der Papa, der Ernie und die Jenny. Jennifer Schiermann, die Frau Seifert bzw. Frau Steinke und der Herr Steinke, der Ulf, die Sabbel, der Herr Lehnhoff, Lehmann, wie auch immer. Bernd sagt den Namen immer falsch. Der Lars, das sind dann die Frau Berkel und der Turkulu, der Türke macht's. Dann haben wir hier diesen Personalchef, muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wie der mit Namen heißt. Also diverse Nebenrollen, das Kind von Tanja und Ulf, das sie adoptiert haben. Dann dieser andere Typ, mit denen sie sich dann in die Haare kriegen. Ralf Husmann, der ja die Regie gemacht hat, oder das Drehbuch, der Drehbuchautor ist. Dann hier der Günni, der diese tolle Hochzeitsmusik da macht oder dann später von Stromberg abgeworben wird. Und dann haben wir hier noch so Nebenrollen. Der Monte, der Gandhi, weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ja, hier, der Andreas. Also die ganzen Statisten bzw. Nebenrollen im Büro. Dann noch hier eine Inhaltsangabe der einzelnen Staffeln, der einzelnen Folgen. Und hier auf der letzten Seite haben wir dann noch Staffel 4, Staffel 5 und den Stromberg-Film. Jawohl. Also, durchaus gelungene Edition. Gefällt mir richtig, richtig gut, das Ganze. Hatte natürlich auch einen stolzen Preis von über 100 Euro, das glaube ich damals gekostet. Schreibe ich euch gerne noch in die Videobeschreibung den genauen Preis, zu dem ich das damals erworben hatte. Und ja, wir bekommen eben die komplette Biografie in diesem riesen quadratischen Buch. Die DVDs auf der ersten bzw. letzten Seite, also 5 Staffeln Stromberg inklusive des Kinofilms, diese Ehrenurkunde zum Herausnehmen und natürlich jede Menge Bonusinhalte, Fotografien, Hintergrundinfos, Making-ofs etc. Das alles in dieser wunderbaren Edition Stromberg, die komplette Biografie. Wenn ihr diese Serie feiert, dann findet ihr die Links dazu, wie immer, unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.